dem Islam, der Abu Adam, der hat mich schon gebeten in seinem Brief, dass ich euch das Buch von ihm empfehle. Damit könnt ihr ihm helfen. Viele Brüder fragen, wie können wir dem Bruder Abu Adam helfen? Ihr könnt ihm damit helfen erstmal, dass ihr das Buch von ihm, lest. Denn das ist eine sehr interessante Sache, weil er die ganzen Geschichten erzählt, die ihm passiert sind. Da kann man auch vom religiösen, aus religiöser Sicht, kann man da sehr stark von profitieren, weil er immer Dinge erzählt, die wirklich den Iman berühren. Er hat also hier dieses Buch Fremd im eigenen Land, als Fremder in Deutschland, doch wer oder was ist wirklich fremd, die von der Monstermedien erfundenen Salafisten. Und das ist auch interessant für Nicht-Muslime, ja? Ja. Der Islam und ich, wie alles anfing, da erzählt er, also, wie er zum Islam kam, Meschid al-Sunna, die Dawa-Bewegung, Ruf zum Islam, Medienhetze Mönchengladbach, Hijra, Auswanderung Malas, also er erzählt dort, wie er nach Ägypten gezogen ist, dann wie das damals in Mönchengladbach abgelaufen ist, mein Leben in Haft, ja, und alles Mögliche. Sehr interessant, ich kann nur sagen, Leute, kauft euch das Buch, damit könnt ihr den Bruder Abu Adam unterstützen. Und für die Nicht-Muslime auch ein sehr interessantes Buch, denn ihr hört so viel über die sogenannten Salafisten. Ihr könnt es mal aus der Perspektive von einem der führenden Hassprediger, in Anführungsstrichen, selber sehen. Ihr könnt anhand von einem führenden Hassprediger selber sehen, wie die Geschichten sich wirklich zugetragen haben. Assalamu alaikum.